immer noch in Australien und heute mal ein bisschen was über die Komposttoilette. Wie sieht so ein Ding eigentlich aus? Wie funktioniert sie? Und stinkt die nicht eigentlich? Ja, ich denke, das ist das Bedenken der meisten Leute. Stinkt so ein Ding nicht eigentlich? So sieht das Ganze aus. Ja, relativ spartanisch, aber gar nicht so ein großer Unterschied. Sagen wir jetzt mal zur normalen Toilette, ja. Das bleibt dann natürlich selbst üblich, wie man das hier gestalten will. In dem Fall relativ simpel gehalten. Einfach im Prinzip nur ein Holzbrett hier und dann entsprechend hier unsere Brille, ja. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir können einfach mal reingucken von oben. Also man sieht gar nicht so viel. Und ja, nachdem man dann hier so sein Ding verrichtet hat, würde man entsprechend einfach das Ganze hier mit zwei Bechern Sägemehl abdecken. Könnte auch Laub sein. Wäre jetzt auch keine Möglichkeit, wenn Sägemehl nicht zur Verfügung steht. Und in dem Fall ist es hier Kalk. Ja. Ich habe sie in Bali gesehen. Dort wurde IM4 benutzt, also sprich effektive Mikroorganismen. Ist eine Flüssigkeit, kann man kaufen, wird auch in der Landwirtschaft viel eingesetzt und das regt diesen ganzen Prozess, diesen Verrottungsprozess nochmal an, denn diese effektiven Mikroorganismen tun da natürlich unten ihre Arbeit entsprechend und so wird das Ganze ein bisschen angekurbelt, ja, die ganze, sagen wir mal, die Zeitspanne, die es braucht, um am Ende wirklich zu Kompost beziehungsweise zu Erde zu werden, ja. Ja, und jetzt vielleicht mal, sieht das Ganze von außen aus und stinkt's, oder beziehungsweise, warum stinkt so eine Komposttoilette eigentlich nicht? Ja, und jetzt stehe ich hier außen und ein Grund, warum so eine Komposttoilette natürlich nicht stinkt, ist einmal, dass man Sägespäne verwendet und teilweise auch der Kalk, ja, das heißt, das neutralisiert so ein bisschen die Gerüche, aber der größte Faktor ist, wir haben hier hinten, so sieht das Ganze aus, einen Ventilator. Ja, und der Ventilator läuft 24 Stunden. Das heißt, man hat hier hinten einfach, finde ich eigentlich eine sehr gute Lösung, eine ganz einfache Mülltonne genommen, handelsübliche Mülltonne, und entsprechend hier eine Abluft dran gemacht. Und das Ganze geht dann entsprechend hier nach oben und wird dort oben rausgeblasen. Ja, also falls es unangenehme Gerüche geben würde, ziehen die einfach ab. Ja. Ja, und noch so eine coole Geschichte bei der Komposttoilette ist einfach, dass man da seinen Kaffeesatz oder seine Teeblätter einfach mit zufügen kann. Also auch kein Problem, da ab und zu mal ein paar Küchenreste mit dazu zu tun. Ja. Und vielleicht sogar ganz gut, denn ich denke auch der Kaffeesatz neutralisiert da so ein bisschen den Geruch. Was danach passiert ist, wenn das Ding vollgefüllt ist, ja, und das ist halt auch das Schöne, man kann halt einfach entsprechend hier die Tonne rausziehen. Und dann sollte das Ganze eigentlich so für circa 6 Monate aufbewahrt werden, ja. Und hier sehe ich so ein bisschen einen Unterschied im Gegensatz zur Cool Farm. Dort hat man diese blauen Fässer genutzt und hat die einfach entsprechend komplett luftdicht abgeriegelt. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil, denn wir können natürlich immer pathogene Keime in so einer Komposttoilette haben. Dadurch, dass wir als Menschen, sagen wir mal, tendenziell pathogene Keime ausscheiden, wobei ich jetzt schon oft gehört habe, dass E. coli und solche Sachen gar kein Problem darstellen, denn die können von der Pflanze nicht aufgenommen werden über die Wurzel, ja, also auch wenn pathogene Keime vorhanden wären, sollte es für uns eigentlich kein Problem darstellen. Anyway, wir wollen natürlich sicherstellen, dass wir am Ende unseren Kompost nutzen können und auch nicht, dass wir am Ende irgendein Material haben, was anfängt, sage ich jetzt mal, zu stinken. Ja, denn wir wollen das Ganze ja handeln können, sprich, wenn das Ding dann fertig ist, am Ende das Ganze nutzen können. Ja, das heißt, wir haben hier die fertige Tonne, die volle Tonne, und die steht hier jetzt einfach so, ja. Wenn man sieht hinten, das Ganze ist nicht abgeschlossen, ja, also das Rohr guckt da einfach noch so raus, und mein Ansatz wäre jetzt, dort nochmal eine Plastiktüte drüber zu machen oder das Ganze wirklich luftdicht abzuschließen, damit wir diesen aerobischen Prozess da drin starten, ja, also sprich kein Sauerstoff ranlassen für mindestens ein halbes Jahr, und auch da hilft wieder IM4, also sprich unsere effektiven Mikroorganismen, denn die würden dann, wie gesagt, den Prozess am Ende, diesen Verrottungsprozess extrem beschleunigen, ja, und so einfach funktioniert das Ganze dann. Nach einem halben Jahr kann man das Ding öffnen und dann würde ich das mit Kompost gut durchmischen, vielleicht nochmal einen Monat ziehen lassen
Und dann ist das Ganze fertig, um entsprechend als Nährstoffquelle beziehungsweise am Ende als Nährboden für unsere Pflanzen zu dienen. Ja, also ich hoffe, euch hat's geholfen. Komposttoilette, super cooles Konzept. Ja, denn wenn man sich mal überlegt, ich weiß nicht wie viel, jedes Mal mit einer Toilette, wie viel Wasser benutzt wird, um zu spülen. Ja, es ist enorm viel und sagen wir mal, solche Plätze wie Bali in der Welt haben teilweise mit Problemen, dass nicht genug Wasser vorhanden ist, weil das größte Teil oder das frische Wasser genutzt wird, um Toiletten zu spülen, was natürlich das Allerschlimmste ist. Ja, also ganz anderer Ansatz hier. Ich finde es super und für uns wäre es definitiv eine Lösung in der Zukunft, einfach auch für uns eine Toilette, Komposttoilette zu nutzen. Ja, vielleicht ist es auch was für dich. Vielleicht kannst du was mit anfangen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn du Bock hast, abonniere den Kanal. Auf jeden Fall gibt es noch einige Sachen rund ums Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft und natürlich auch interessante Projekte rund ums Thema Reisen hier von verschiedenen Plätzen in der Welt. Und ja, vielleicht wäre es ja auch was für dich und eine Möglichkeit, wie du leben möchtest in der Zukunft. Also bleib einfach dran. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen.